Hallihallo, um ein bisschen höher, ne? So. Hallihallo, ich wollte mich wieder mit euch zusammen schminken. Ich mache ein bisschen meinen Pony zurück, obwohl ich den heute relativ gut hinbekommen habe, dass der mir nicht bis hierhin hängt. Das ist nicht, was ich da anders gemacht habe. Ja, ich wollte ein bisschen wieder Test My Trash machen und legen wir direkt los, obwohl ich eigentlich auch genug andere Sachen zur Auswahl hätte, muss ich ja sagen. Aber ich habe gerade ein bisschen aussortiert und das könnte ich gleich auch noch abfilmen von hier, out hier, ihr wisst schon, aussortiert. Aber ja, und da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich sehr viel Trash habe, das ich ausprobieren kann. Ich nehme übrigens auch aus meinem Trash den Catrice. Oh, ich wollte doch meine Nägel lackieren. Mache ich gleich. Auf jeden Fall wollte ich hier meinen Catrice Prime and Fine Primer nehmen. Aus Trash. Und ich glaube, der ist gut. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Oh, der riecht aber. Oh, der riecht gut. So ein bisschen nach Babycreme oder so. Zumindest habe ich jetzt die. Ja, denke ich jetzt daran. Achso, das muss auch weg. Ich habe hier nämlich so ein bisschen mir auch rausgesucht, was ich jetzt nach und nach mal einfach teste. Weil sonst wird das einfach zu viel. So, also den habe ich jetzt. Jetzt nehme ich unser Essence Day. Bleib Stain. Achso, den hatte ich aber noch. Den tue ich jetzt auch hier rein. Essence Day All Day, 16 Stunden. So ein Make-up habe ich hier in der Farbe 10. Ich gehe mal davon aus, dass das okay sein wird. Sieht ein bisschen dunkel aus. Auf Anhieb. Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen mit meinem Skin Match einfach, mische ich einfach. Sehr dunkel für 10. Krass. Ist dann wahrscheinlich eher was für den Sommer. Oh, das ist aber sehr dunkel. Also selbst im Sommer hätte ich damit, glaube ich, Probleme. Nee, das ist nicht so Bombe. Das tue ich direkt weg, weil das werde ich auf jeden Fall nicht verwenden können. Auch im Sommer nicht. Das ist schon sehr dunkel. Krass. Ich mache das wieder runter. Ich glaube, hatte ich hier nicht noch was anderes drin? Beauty BB 5 in 1 Tagescreme. Nehmen wir doch einfach das hier. Schade, hätte ich tatsächlich gerne mal ausprobiert, weil das ist viel zu dunkel. Und wenn das noch nachdunkelt, mein lieber Scholli. Nummer 10, Soft Beige. Aber vielleicht Soft Beige, das hört sich auch so schon so relativ dunkel an, muss ich sagen. Ich mache das hier gerade auf, weil das ist mit Tesafilm zugeklebt worden. Deswegen brauche ich gerade ein bisschen länger. Ja, aber vielleicht ist es halt auch, die 10 lässt einem natürlich jetzt vermuten, dass es die hellste Farbe ist. Aber manchmal ist das ja auch ein bisschen, ja, komisch, so von den Zahlen her. Aber ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich das hellste ist. Was ist denn das dunkelste dann? Gucken wir mal, ich schüttel mal. Oh, das sieht aber auch dunkel aus. Boah, was ist denn los? Aber hier steht, passt sich dem Hautton an. Da sind wir mal gespannt, weil guckt mal, das ist schon sehr dunkel. Boah. Okay, gucken wir mal, ob das sich wirklich den Hautton anpasst. Okay, es sieht gerade wirklich nicht dunkel aus. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder dabei, mir mein Gesicht zu schminken. Naja, egal. Und ich sag im letzten Style and Talk, sage ich noch, das ist schon mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Nein, nicht in Fleisch und Blut, aber ich hatte das ja tatsächlich in der einen Woche so gehandhabt, dass das geklappt hat. Aber gut. Aber gefällt mir. Also es ist ganz leicht, es deckt aber auch minimal ab. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das mag ich. Nivea Glow Beauty BB 5 in 1 Tagescreme mit Magnolienextrakt. Okay, nicht schlecht. Jetzt nehme ich wieder eine Lidschattenbase. Ne? Aber meine Nägel sind so richtig abgekrabbelt. Dabei wollte ich doch aus meinen Zähnen diesen hier nämlich mal drauf machen. Ach, schade. Aber vielleicht kommt ja diese Woche irgendwas an, womit ich dann Haul drehe, damit ihr den mal auch mal auflackiert seht. Ach, schade. Naja, aber wenn ich den jetzt drauf mache und so, dann dauert das und... Ne? Wem sage ich das? Jetzt habe ich mir rausgenommen diese Eyeshadow-Palette. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als ich die im Trash-Päckchen bekommen habe. Das war die mit den süßen Turtles, also Schildkrötchen. Ich werde die jetzt wieder swatchen. Ja, machen wir mal.
Ich beginne auch wieder mit dem hellsten, nicht der Reihe nach, damit ich so vom Finger, ja, nicht so in den dunklen Farben, damit dem hellen, ach, andersrum, in den hellen mit dem dunklen Finger reingehe. Mache ich erstmal die Matten. Genau, so mache ich das. Dune. Ach, die sind so schön. Die sind echt schön. Essence macht schon schöne Paletten, wenn ich bedenke, ich hatte ja letztens diese Royal Party hier, die ich mir so schön dekoriert habe. Ja, finde ich gut. Guckt mal. Das sind die matten Tönchen. Jetzt kommen die schimmernden. Das ist noch ein Schimmerton. Ich glaube, ja, matte sind mehr da drin. Ja, und das sind so Farben, die hat man, also die anderen ja auch, die hat man ja auch irgendwo anders drin, ne? Aber gefällt mir sehr. Ja, dann beginnen wir uns mal damit zu schminken. Sehr gut. Nehmen wir uns erstmal einen Blenderpinsel vor und dann gehen wir in Dune rein. Jetzt hätte ich auch vielleicht mal meine Augenbrauen erstmal machen können. Seht ihr, so ein bisschen ist das so übergeblieben, dass ich das alles am Schluss mache. Oh, die Farbe gefällt mir. Auch Solo. Bringt auf jeden Fall blaue Augen schön zur Geltung. Die Farbe. Herrlich. So, ich glaube, ich gehe auch mit dem Lidschatten, gehe ich auch am unteren Wimpern. Hilfekranz vorbei. Schon mal so vorab. Vielleicht kommt da noch. Au! Ja. Vielleicht kommt da ja noch was zu. Aber erstmal umrande ich damit mein Auge. Jetzt nehme ich Sardinia. Das ist so das, dieses grünliche, tropige. Dafür nehme ich so den Pinsel hier. Und auch Turtle gehe ich hier vorne mit hin. Habe ich zumindest so vor. Ziehe mir das so ein bisschen rein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und ich glaube, mit dem Pinsel gehe ich tatsächlich auch in Island. Das ist so ein rötlich-braun. Hier hängt ein langes Haar aus dem Pinsel. Boah, war aber echt ein langes Haar. Mein lieber Scholl. So, da gehe ich jetzt hier in der Lidfalte im Äußeren quasi und tupfe mir das so ein bisschen auf. Das ist halt so ein rotbraun. Jetzt gehe ich in Maladies mit einem Blenderpinsel. Aber ein bisschen krümmeln, die muss ich ein bisschen... Oh krass, die krümmeln sehr, also zumindest im Fännchen. Und gehe dann hier drüber so ein bisschen. Nimm das, was gekrümmelt hat, wieder auf und nimm das fürs andere Auge. Also schon... Gutes Fallout auf jeden Fall. Zum Beispiel ein Eyeliner. Nee, aber dann nehme ich mir wieder. Hatte ich keinen. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt noch einen Eyeliner auf die Schnelle finden würde in meinem Trash. Ach, guck mal hier. Direkt auf Anhieb. Und zwar Manhattan Amazing Bold Liquid Liner. Dann verwenden wir den doch. Ein Schwarz. Ach, guck mal, der hat so eine Kugel hier vorne dran. Okay. Gucken wir mal. Oh, okay. Versuchen wir mal einen Wing damit. Ja. Klappt. Jetzt, aber der sieht sehr feucht aus. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, mit nicht zu klimpern jetzt. So, aber hier vorne kann auch ein Stück näher. Den tue ich auch erstmal in Behalten. Ist ein bisschen Fashion. Ja, jetzt nehme ich mir meine Kat Von D Go Big or Go Home. Also ich sag mal so, die Palette, die kann jetzt nicht mehr als andere Paletten, aber ich finde die einfach so niedlich, weil ja gut, das ist jetzt eine Malediven-Palette, ne? Aber das hat auch so ein bisschen für mich Erinnerungen an meinen gesehenen Turtle. Also wir waren auf, wann ist das her? Wie lange ist das her? 4 Jahre ist es ja her, da war ich mit meinem besten Freund in Indonesien auf Chili Trawangan. Und auf Chili Meno sind wir dann halt mal einen Tagesausflug hingemacht und haben halt Turtle-Schnorcheln gemacht. Also ja. Man hätte Schildkröten sehen sollen, aber wir haben tatsächlich beim Schnorcheln, also
Ich war eine der wenigen, die eine gesehen hat, weil die genau unter mir getaucht ist. Und ja, da habe ich natürlich jetzt so ein bisschen so ein Flashback dran. Ne? Deswegen werde ich die behalten. Jetzt nehme ich noch, ich hatte doch noch eine Mascara dabei, oder? Hatte ich nicht noch eine Mascara? Ja, stimmt, die eine komische. Nee, die lasse ich mal. Ich nehme jetzt doch noch die von Douché da drüber. Ich freue mich auf jeden Fall bald mal, wenn ein paar leer sind, an meine Backups zu gehen, die ich halt in Trash-Päckchen und so bekommen habe an Mascaren. Weil da sind schon, ich denke mal, so 10 Stück sind da bestimmt drin, die halt noch nicht angebrochen sind. Und mal was Neues zu probieren ist natürlich auch mal cool. Aber ich will erstmal halt den Kram hier aufbrauchen. Also meine Wimpern sind auf jeden Fall wieder was länger geworden, dank Revita Lash. So, jetzt kann ich mir die Augenbrauen mal machen. Aber ich finde, das Hautbild sieht sehr schön natürlich aus, oder? Also finde ich zumindest. Hatte ich hier nicht auch ein Augenbrauen? Ich habe doch hier irgendwas gesehen. Ne, es ist Kontur. Okay. Ja. Dann nehme ich meinen 24 Stunden Super Last von Essence. Dann gehe ich auch wieder mit meinem Make Me Bro. Was ist das hier eigentlich alles? Ach ja, das ist ja auch ein Eyeliner. Stimmt. Weil hier sind so ein paar, ich habe hier in meinem Spiegel, habe ich hier nämlich so ein paar Sachen unten drin liegen. Manchmal, ich frage mich schon die ganze Zeit, was das hier für ein Döschen ist. Aber das ist ein L'Oreal Gel Eyeliner. Ich verwende ja sehr selten und irgendwo auch fast ungerne Gel Eyeliner. So, Augenbrauen sind vorhanden. Macht das Gesamtbild immer direkt ein bisschen stimmiger, finde ich. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe nämlich hier von Steve Laurent in einem Trash-Päckchen ein so ein loses Glitzer bekommen. Und ich glaube, das ist so ein Highlighter. Ich swatch ihn auch mal eben. Ach ja, so sah der aus. Der ist schon... Oh. Schauen wir mal, ob der was für mich ist. Habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. So ganz minimal sieht man den da. Ne? Also es ist schon sehr rosé. Aber ich nehme jetzt erstmal dieses No Filter Sense Filter Finishing Powder. Habe ich, glaube ich, in meinem letzten Trash-Päckchen bekommen. Und das wollte ich ganz gerne mal austesten. Brauche ich ein bisschen Concealer? Ich glaube, ich nehme ein bisschen einen Ticken Concealer. Soll ich den nehmen? Ja, nehme ich den. Ich nehme wieder meine Inglot, damit er auch mal irgendwann mal das Zeitliche segnet hier. Hier und da. Jetzt mache ich aus diesem natürlichen Hautbild, was ich gerade noch positiv hervorgedingst habe, mache ich wieder ein Maskenface hier. Aber gut, dafür habe ich überhaupt kein starkes Make-up drauf. Aber guck mal, wenn man bedenkt, wie hell das da im Vergleich ist, ne? So. Ja, passt so. So, jetzt nehme ich aber das Puder. Mal gucken, wie viel man davon nehmen muss. Okay, ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, auf den ersten Blick macht das schon matt, oder? Aber es soll nur fixieren. Ich gucke mir das mal bis heute Abend an und dann sortiere ich gegebenenfalls aus. Ja, jetzt nehme ich mein MAC Wonder Woman zumindest. Ja, eigentlich alles und gebe dann halt das andere noch als Topper Highlighter drüber. Genau, so mache ich das. Erstmal wieder Bronzer. Jetzt gehe ich mit dem Highlighter drüber. Ach, ich liebe ihn. Ach, ist der schön. So, dann verteilen wir das alles noch ein wenig. Und dann kommt jetzt gleich noch dieser Schimmer hier drüber. Dann nehmen wir uns aber vielleicht einen kleineren Pinsel vielleicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich denke, der ist auch vielleicht eher für die Augen geeignet tatsächlich. Also in meinem Fall. Also der ist schön. Aber so als Highlighter ist der mir tatsächlich zu rosé. Ich denke, dass ich den weitergeben werde. Ich mache nochmal eben einen fetteren Swatch hier hin. Also schön ist er definitiv.
Ne? Nee, Lippen noch. Da nehme ich jetzt tatsächlich mal nur meinen Brink von Colourpop. Ich denke, das wird ganz gut passen. Mag ich. Und jetzt noch ein Setting Spray. Das habe ich mal von der lieben Michelle bekommen. Das weiß ich noch, weil, keine Ahnung, manche Sachen kann ich mir behalten. Und das ist ein Cucumber Setting Spray. Da habe ich aber mittlerweile einen anderen Sprühkopf drauf gemacht, weil der eine war kaputt. Kann ich das hier wegtun? So, dann wollen wir mal. Ja, es riecht nach Gurke, definitiv. So, und jetzt steht das Make-up. Jetzt mache ich das wieder hier. Achso, ich könnte ja auch noch das Parfüm hier nehmen. Da hatte ich nämlich ein Tiffany & Co. Parfüm-Miniatur bekommen zuletzt. Ich mache mir die Miniaturen mal gerne hier so auf so ein bisschen tropfenweise aufs Handgelenk und dann zack, zack, zack. Das riecht nach irgendeinem Kräuter. Mag ich aber. Ja, also ich würde sagen, Primer bleibt, das hier bleibt, das hier bleibt, das hier geht, das Make-up geht und die Palette bleibt. Haben wir doch wieder ein bisschen was getestet. Das hier ist, ich komme mal ran. Das hier ist der fertige Look. Ach ja, der Eyeliner, der bleibt übrigens auch. Erstmal. Ja, und mit dem Puder gucke ich mal dann heute Abend, ne, wie mein Gesicht dann aussieht. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Bis bald. Ciao.